Als am 27. September 2020 die ersten Bomben auf Bergkarabach fielen, waren Lilith und ihre Tochter allein in ihrem Haus in Shushi. Sie hatten gerade noch Zeit genug, um ein paar Schulbücher zu retten. Seither sind sie auf der Flucht. Wir stehen auf der Warteliste für eine Wohnung in Stepanakert, aber es würde mir sehr wehtun, dorthin zu ziehen und Shushi zu vergessen. Shushi ist unser Leben, unsere besten Erinnerungen, unser Glück. Es ist diese reine Luft, die wir nicht mehr atmen können. Dorthin zurückzugehen, das wäre das Schönste, aber ich glaube nicht an Wunder. Einige vertriebene Armenierinnen und Armenier verbringen Zeit in diesem Jugendzentrum in Erivan, das Irina gleich nach dem Krieg gegründet hat. Wir haben mehr als 300 Kinder hier. Das Angebot ist offen für jeden. Es kommen auch Kinder aus Erivan. Sie wachsen zusammen auf und haben gemeinsam Spaß. Viele von ihnen kommen aus Karabach. Deshalb organisieren wir auch Sommerlager für sie, damit sie die armenische Kultur kennenlernen. Diese Bilder zeigen Shushi, Hartrut, Karvatscha, Orte, die von Aserbaidschan mit Hilfe der Türkei zurückerobert wurden. Wir haben das Gefühl, dass wir nur überleben. Wir haben nicht mehr wirklich die Kraft, etwas aufzubauen. Jede Nacht, wenn wir den Kopf auf das Kissen legen, kommen die Erinnerungen an unser Haus und unsere Vergangenheit zurück. Wir schlafen früher, um zu vergessen. Von den vielen Flüchtlingen, die während des Kriegs aus Karabach geflohen sind, befinden sich noch mehrere Tausend in Armenien und hoffen auf eine Chance, in ihre Heimat zurückzukehren. Einige Politiker hier sagen, es gäbe die Möglichkeit, Shushi mit diplomatischen Mitteln zurückzuerobern. Aber Aserbaidschan hat die Stadt bereits fest im Griff.